Monaco. Ah. Ah, dat is de. Das ist der Formel E-Abschnitt. Genau diesen Abschnitt fährt die Formel E nämlich auch. Die fahren hier los, fahren dann rechts, unten durch, bis zur Schikane und dann den Rest wieder normales Set, normales Layout. So, meine Gegner sind wieder ein bisschen anders. Ein Peugeot 206, ein Toyota Emeras S Edition, ein Ford Focus, ein Lotus Exige, ein Civic Type R, dann wieder mein Wagen. Und wieder ein Bildunterbruch. Das hat man zumindest auf dem Vorschaubild nicht gesehen. Ich leider schon. Okay, zurück in 3, 2, 1. Das hat mich jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich muss euch nicht erklären, wer das war, oder? Du wirst zum Langsam bereit. Äußerst eng in der Kurve. Und schon wieder ein Bildunterbruch. Mega breit hier. Und schon wieder ein Bildunterbruch. Ah! Die sind ungünstig, die Unterbrüche. Extrem ungünstig. Das kann man fast nicht fahren. Dann, man kann mehrere Minuten, 15 Minuten lang, kann keinen Unterbruch haben und plötzlich habe ich dann 3 in 20 Sekunden oder so. Für die nächste Aufnahme werde ich auf jeden Fall wechseln. Ist ja nicht schön so. So, jetzt habe ich aber richtig Zeit herausgeholt. Da werden sie Ewigkeiten brauchen, bis sie wieder dran sind. 7 Sekunden sind sie hinten im Moment. Okay, die Abstände bleiben nicht so gut. Ja, man kann ja auch nicht alles haben. Ne? Eine Minute 03, das ist noch eine sehr gute Zeit. Und ich bin zumindest weit vor dem Gegner. 11 Sekunden. Oder 13. Yay, 20.000 DP. Also, nächstes Rennen. Nochmal Shibuya und dann nochmal Shibuya. Was haben die nur mit Shibuya? Okay, was haben wir hier? Wieder ein Primera, ein Alpha, ein Celica, ein Golf und ein 206. Und los geht's! Der Peugeot ist ebenfalls schlecht vom Start weggekommen. Oder ich habe zumindest ein bisschen mehr Beschleunigungskraft, wie man es auch drehen und wenden will.
der fast wieder identisch mit dem alten Kurs. Jellicoe erweist sich stets als hartnäckig. Dem braucht es lange zum Goal. So, das ist jetzt der andere Abschnitt, ein bisschen länger geht es da. Zur Geraden. Jetzt offenbar auf die Autobahn. Oder zumindest ein Teil davon. Noch keine so gute Kurve. Aber der Vorsprung ist immens. Wenn man mal vorne ist, kann man einfach mal Vorsprung machen. Neun Sekunden. Und wieder Feldunterbruch. Aber diesmal nur kurz. Also nicht so dramatisch. Ui, das war ein bisschen zu riskant. Ach ja, meine Blu-ray ist wieder zurückgekommen. Besser gesagt, ich habe jetzt eine neue Blu-ray. Und zwar, eine von meinen Blu-rays hat nicht funktioniert. Auf der PlayStation 3 nicht, auf meinem Laptop nicht, auf meiner PlayStation 4 nicht. Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also habe ich die Blu-ray zurückgeschickt. Die CD. Die haben das Ganze angeschaut und bei denen hat es auch nicht funktioniert. Jetzt haben sie mir eine neue eine neue Blu-ray gegeben. Ich teste die dann danach auch noch aus. Und hoffentlich funktioniert die. Ist aber schon komisch, war da der Blu-ray und sieht eigentlich normal aus, macht keinen kaputten Eindruck und funktioniert trotzdem nicht. Als ob man irgendwie vergessen hätte, was drauf zu schreiben. Ich denke aber, man hat das schon getan. Gut, 4 Minuten habe ich gebraucht für den Kurs. Mal schauen, wie es mit der Konkurrenz steht. Kommt die überhaupt noch ins Ziel mit 16 Sekunden Rückstand, 18 oder mit 24, 27, 30. Nicht schlecht. So, nochmal 20.000 DP und zum nächsten und letzten Rennen. Das ist Shibuya Long, also die längste Variante. Und da ist halt noch ein weiterer Abschnitt dazugekommen. Nun gut. Wird für mich keinen großen Unterschied machen. Wenn ich nach vorne komme, kann ich, wenn alles gut läuft, das Rennen diktieren. Was haben wir diesmal? Noble Astra, Mazda Enos Roadster, Honda Civic, Ford Focus, Nissan Primera und zwei Feldaussätze. Hoffe, ihr habt ihn nicht gesehen. Ich muss mir echt nochmal so eine neue so einen neuen Component-Stecker holen für die Xbox. Der funktioniert wirklich nicht rund. So,
so Platz 1. Das ist zwar ein bisschen unfair, aber ist doch egal. Das Leben ist manchmal auch nicht fair. Fällt mir gerade auf, dass die übrigens der Strecke gegen den Uhrzeiger sind. Nicht unbedingt alltäglich, weil diese Strecken eigentlich im Uhrzeigersinn herumführen, nicht gegen. Aber soll es auch geben. Ich muss nämlich echt sagen, die meisten Strecken, die ich kenne und auch die meisten, die ich gefahren bin, führen im Uhrzeigersinn, nicht gegen. Beispiel Melbourne ist so, das Uhrzeigersinn, Bahrain ist auch Uhrzeigersinn, Shanghai ist auch Uhrzeigersinn, Monza ist Uhrzeigersinn, Hockenheim ist Uhrzeigersinn, Silverstone ist Uhrzeigersinn, Nordschleife ist Uhrzeigersinn. Es ist offenbar relativ normal, eine Strecke im Uhrzeigersinn zu fahren. Nur wenige Strecken sind gegen den Uhrzeigersinn, zum Beispiel Imola oder Interlagos, die sind alle auch gegen den Uhrzeigersinn, oder ich glaube auch der Circuit of the Americas. Texas ist einer der Kurse, die gegen den Uhrzeigersinn läuft. Ja. Gibt nicht so viele, aber auch die sind vorhanden. Wobei auch Surfers Paradise ist gegen den Uhrzeigersinn. Und die meisten Ovale sind auch gegen den Uhrzeigersinn. Und dann läuft es ganz gut, der Vorsprung ist auf jeden Fall gewaltig. Okay, eine Kurve, die nicht perfekt lief und zumindest nicht gut. Vorsprung wird immens sein im Ziel. Weil grobe Fehler habe ich momentan nicht gemacht. Sekunden. Wow. Tendenz steigend. Schluss des Rennens noch eine 2:21.9, ganz 14 Sekunden schneller als in der Startrunde. Und damit wäre ich jetzt ungefähr bei 1 Minute 5 Aufnahme. Je nachdem, was ich jetzt für ein Ding gewinne oder je nachdem wie viel Geld ich am Ende haben werde,
kann ich dann dementsprechend weiterfahren in der Karriere. 33 Sekunden, 34 Sekunden, 35 Sekunden, 40 und 43 Sekunden Vorsprung. Nicht schlecht. Also je länger die Strecke, desto einfacher. So, 20.000 gewonnen, das ist gut. Und ich kann jetzt an Gruppe B rennen teilnehmen.